Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Als am 18. August 2014 um 22.20 Uhr der Schlusspfiff ertönt, ist die dickste Überraschung der ersten DFB-Pokalrunde perfekt. Der Drittligist Dynamo Dresden wirft den Champions-League-Teilnehmer Schalke 04 aus dem Wettbewerb. Und das nicht einmal unverdient. Rund 30.000 Dynamo-Fans feiern im Anschluss mit den Spielern den Sieg gegen den großen Favoriten. Mittendrin Benjamin Kirsten, der beim 2:1-Erfolg das Tor der Schwarz-Gelben gehütet hat. Ja, das DFB-Pokalspiel, was glaube ich für jeden Dynamo-Fan unvergessen ist, damals gegen den großen Bundesligisten, gegen das Traditionsteam in Königsblau. Wir nach dem Abstieg natürlich irgendwie in der Findungsphase und hatten einen tollen Start, haben ein tolles Spiel abgeliefert und haben am Ende, glaube ich, alle mit dem Fußball begeistert. Und ja, danach hatten wir auch noch ein paar andere tolle Spiele, aber ich glaube, das Schalke-Spiel war in dem Jahr absolut Wahnsinn. Gegen das hochkarätig besetzte Team aus Gelsenkirchen erarbeitet sich die SGD mutig ihre Chancen. Nach einem Foul an Luca Dürholz verwandelt Justin Eilers in der 24. Minute einen Strafstoß eiskalt zum 1:0. Auch nach dem Wechsel findet Dynamo besser ins Spiel. Eine flache Hereingabe von Marvin Stefaniak kann Joel Matip nicht klären. Nils Teixeira erhöht per Volleyschuss. Und auch nach dem Anschlusstreffer durch Matip kämpft die Mannschaft von Stefan Böger aufopferungsvoll und hält den Sieg bis zum Ende fest. Wir waren damals eine Mannschaft, die sich super verstanden hat, die bereits schon in der Vorbereitung gezeigt hat, dass sie ein absolutes Team sind und dass sie auch füreinander arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich auf den einen oder anderen verlassen kann. Wir haben es damals in jeden Ball reingeworfen, wir haben gefightet bis zum Schluss und wir haben am Ende auch absolut verdient die nächste Runde erreicht. Und ich glaube, in dem Jahr haben wir uns auch einen kleinen Namen erarbeitet, dass unser Los, wenn es dann gezogen wird, tatsächlich kein einfaches ist. Gut 7,5 Jahre später heißt der Gegner der SGD am Freitagabend wieder Schalke 04. Für Dynamo steht das erste Heimspiel gegen die Königsblauen seit jenem denkwürdigen Pokalabend an. Diesmal geht es im Duell der beiden Traditionsvereine für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Schwarz-Gelben haben die Länderspielpause deshalb intensiv genutzt, um im Abstiegskampf endlich wieder einen Dreier zu holen. Wir haben natürlich so wie immer hart gearbeitet, auch das Testspiel natürlich vor allen Dingen genutzt, um, sage ich mal, auch wieder im eigenen Ballbesitz zu arbeiten und auch versucht jetzt verstärkt auch diese Woche dann nochmal an Torabschlüssen zu arbeiten, damit es jetzt auch endlich wieder mit Torerfolgen dann klappt. Spielfreude generieren, Automatismen einstudieren, Torgefahr erzeugen. Chefcoach Guarino Capretti legte den Schwerpunkt des Trainings in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie immer wieder auf die Arbeit mit dem Ball und das Spiel im letzten Drittel. Ja, waren definitiv positive Einheiten. Ich musste ja mit meinen Jungs eher gegen den Ball arbeiten. Von daher, die Jungs haben das gut gemacht, die haben sich auch belohnt. Und von daher bin ich guter Dinge, dass das jetzt am Freitag auch klappen wird. Dabei kann sich die Mannschaft auf eine lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen. Erstmals seit dem 2:1-Sieg im Sachsen-Derby gegen den FC Erzgebirge im März 2020 dürfen im Rudolf-Habich-Stadion wieder über 30.000 Zuschauer mit dabei sein. Nach nur 3,5 Tagen waren sämtliche Tickets vergriffen. Dynamos Wohnzimmer ist gegen Schalke ausverkauft. Ich glaube, ja, das ist das, worauf wir uns seit Wochen, seit Monaten einfach freuen. Das Stadion ist endlich wieder voll, davon träumt man einfach und die Vorfreude ist riesig. Wir sind heiß und wir bereiten uns super vor und wollen dann am Freitag ein Feuerwerk ablegen. Ja, wir werden das sehen auf jeden Fall, weil da geht der letzte Meter dann doch nochmal ein bisschen einfacher und man kann über gewisse Grenzen hinweggehen, weil halt das Publikum und die Zuschauer ja auch pusht und nach vorne peitschen wird und die Stimmung wird, glaube ich, Wahnsinn sein. Ich freue mich auf den Freitag, mein Vater kommt auch extra für das Spiel jetzt aus Leverkusen und wir sind total heiß drauf. Und es passt einfach gerade, dass wir ausgerechnet jetzt am Freitag Schalke bekommen. Für die Königsblauen aus dem Pott gab es in Elbflorenz übrigens bisher nichts zu holen. In 5 Pflichtspielen feierte die SGD 5 Siege. 4 in der Bundesliga und den letzten an jenem Augustabend 2014. Ja, man kann es nicht ganz vergleichen. Es war ein Pokalspiel. Damals waren wir ja auch komplett die Außenseiter in der Liga tiefer, 2 Ligen tiefer.
Jetzt sind wir irgendwo auf Augenhöhe in der gleichen Liga. Natürlich jetzt nicht von dem Tabellenplatz her, aber man muss das Spiel einfach jetzt nehmen. Man muss das genießen, man muss alles drumherum aufnehmen. Man muss einfach die ganzen Emotionen, die dieses Spiel mitbringt, die muss man einfach für sich nutzen. Und am Ende muss man das in Leistung ummünzen. Und dann glaube ich auch, dass wir eine richtig gute Chance haben, am Freitag den Bock umzustoßen. Es ist also alles angerichtet für einen stimmungsvollen Abend mit einem gemeinsamen Ziel. 3 Punkte für den Klassenerhalt. Ja, servus, liebe Dynamo-Fans. Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Die Hütte ist endlich wieder voll und ausverkauft. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle seit einer langen, langen Zeit erhofft haben. Fast 2 Jahre mussten wir jetzt darauf warten. Und wir freuen uns riesig auf das Spiel. Deshalb appellieren wir natürlich nochmal daran, haltet euch bitte an die Regeln, damit das dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann auch wieder so bleiben kann, damit wir die Spiele wieder im vollen Stadion mit euch zusammen genießen können. Bis dahin, euer Klipser.